Nach Hause. Oh, war voll schön. Heute geht's zurück nach Luxemburg. Hey Friends! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich fange heute wieder einen Vlog an. Wie ihr seht, sind wir richtig rausgeputzt. Mega. Anna hat sich um 7 Uhr fertig gemacht, ich um 10. Ich hatte auch schon einen Call davor. Ja, und stellst du mal so hin, als wärst du voll faul. Stimmt gar nicht. She's a very hard worker. Ihr bekommt so viele Videos gerade. Seit ich hier bin, hat sie schon den dritten Vlog angefangen. Also. Thank you for the support. Of course. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg, Fotos zu machen. I think that's the most Instagrammable phrase ever heard. Also wir wollen den Eiffelturm sehen, ja? Ja, wir wollen den Eiffelturm sehen. Ein Stück Eisen. We found the photo spot. Woo! Wir sitzen gerade bei irgendeinem Del Angelo beim Eiffelturm in Kurs, da der Eiffelturm. Wir haben Fotos gemacht. Ich finde es gar nicht schlimm, hier zu vloggen momentan. Besonders, weil Hannah das auch kennt. Ja, wir sind vorbeigelaufen am Hotel, wo alle Tennisspieler sind. Aber leider haben wir nur Autos gesehen und keine Tennisspieler. Aber wir freuen uns aufs Essen. Oh. Sind wieder in einem Möbelladen. Oh, müssen reich werden. Aber sehr teuer. So, Friends, wir sind jetzt wieder back at home. Wir sind eigentlich voll früh nach Hause gegangen. 3 Uhr. Aber ich finde, wir haben voll viel gemacht, oder? Mhm. Ja. Hannah muss jetzt noch viel arbeiten. Und was haben wir gemacht? Wir waren shoppen. Also shoppen, wir waren in 2 Läden. Aber das hat uns dann auch gereicht. Ich kann euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe wirklich bei vielen Läden sowas gesucht in der Art. So ein Überziehteil gesucht für den Sommer, also falls ich dann irgendwann hoffentlich am Strand liege. Weil ich habe gar nicht solche Sachen so, weil ich mich irgendwie nur um Bikinis immer gekümmert habe, aber nie so ein Überziehteil. Und das finde ich eigentlich ganz cute. Das ist von Zara. Und dann war ich bei Bon Marché und die hatten Gott sei Dank Sale. Bei Redan wieder, war ja mein großer Geheimtipp, dass ihr unbedingt, also jetzt Ende Mai, Anfang Juni oder im Januar zu Bon Marché geht, wenn ihr Jeans sucht. Also da gibt es eine riesen Jeans-Auswahl. Und ich habe mir diese hier ausgesucht. Die sitzt richtig nice. Unten am Bein finde ich, sitzt sie perfekt. Die ist irgendwie perfekt geschnitten für meine Größe. Ich bin 1,65. Und das ist die Destroyed Sun Faded Indigo in die 70s Straight. Und ich habe da 40% drauf bekommen. Also richtig gut. Die ist nur ein bisschen eng. Also ich glaube 25 wäre besser gewesen. Aber die war so schön, dass ich mir dachte, komm. Ich bin halt in der Überzeugung, dass die Nudeln heute der Auslöser sind, warum die ein bisschen eng war. Guten Appetit. Hier, with a nice view. New day. Gestern habe ich zuletzt beim Pantheon gebloggt. Heute gehen wir schon wieder. Ja, gut, aber ich finde es nicht so richtig. Wir waren in so 2 Läden. Und heute, also ich muss doch mal zu Massimo Dutti, weil ich habe eben keine Blazer gefunden bei Zara und ich brauche ein Blazer für die Arbeit, jetzt ohne Witz, ich brauche das wirklich. Es ist keine Ausrede, um zu shoppen. Was eine Ausrede ist, dass ich mich treaten möchte und zwar schaue ich nach einer neuen Tasche. Ich freue mich, danach wollen wir zu Paul gehen. Das ist so eine Kette, aber mag ich eigentlich ganz gerne. Kriegt man halt so Sandwiches und Croissants und Stuff. Let's go! Schaut mal, Marc bei mir. So schön. Mal über Rot hier gehen. Ich habe einen Blazer gefunden, habe ich euch das erzählt. Ich bin total verwirrt, weil Hannah vloggt und ich vlogge und, you know. Und man hat noch die Story nebenher und alles. Ja, ja. Es ist so schwer, Influencer zu sein. Und dann habe ich geschaut für eine Tasche, haben aber nicht das, was ich wollte. Jetzt gehen wir zu Paul. Guck mal, wie schön. Ah. Pretty mit der Fontäne. Ja. Sind wir wieder am ersten im Jardin der Tuilerie. Bin ich eigentlich fast nie. Wir sind weder zu Pauls gegangen, noch zu einem im 7. oder im Essen. Wir sind wieder zurück zu mir gefahren in die Gegend, wieder zu Tripletta. Tripletta ist einfach so lecker und es ist so süß hier in der Gegend und wir freuen uns auf Essen. So, Hannah geht jetzt gleich. Ja,
einfach nach Hause. Aber es war voll schön. Das hat jetzt doch ein bisschen gearbeitet. Für die, die es nicht wussten, das ist übrigens die Managerin, von der ich immer rede. Ja. Ich sag halt voll oft, dass ich das so mache. Hannah hat jetzt gerade noch gearbeitet, weil sie launcht noch ihr Coaching. Nein, das hast du das schon angekündigt? Genau, das heißt, sie hat jetzt noch gerade gearbeitet. Ich habe so geil genappt. Oh, amazing. Sie war richtig im Tunnel. Sie wollte mir so ein Bahnticket geben und gibt mir so ihren Ohrring. Ich so, danke. Ich war gerade so in meiner Traumwelt. Aber ich tanke Kraft, weil ich fange ja am Montag mein Praktikum an. Yes. Ich muss zwar mein Zimmer aufräumen, aber ich wollte euch nur zeigen, das ist die Jeans von Readern, die ich gekauft habe. Ich finde die richtig, richtig schön. Habe schon heute Fotos darin geshootet und das kommt dann die nächsten Tage auf Instagram. Ich habe richtig viel auf Instagram die letzten Tage gepostet. Also falls ihr einen sehr basic klassische Teile mögt, nicht sehr trendyhaft, sondern einfach basic, basic, dann könnt ihr auf meinem Instagram vorbeischauen. Ich habe da sehr viel gepostet und ich poste immer auch mein Essen und Stuff. Und ich wollte euch noch meinen Blazer zeigen und dann ist auch gut mit Shoppen jetzt für den Monat. Das ist halt so ein Teil, das man einmal kaufen. Ich hatte halt einfach keinen schwarzen Blazer. Ich finde, Massimo Dutti ist richtig weak geworden in Workwear. Die hatten immer früher richtig viel Workwear. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt so viele im Homeoffice sitzen und dann nicht mehr so viele Anzüge besucht werden. I don't know. Aber ich habe mir einen Blazer gekauft und zwar in Größe 36. Müsst ihr euch vorstellen, mit einer Anzugshose. Zeige ich den nochmal so. Das T-Shirt passt halt jetzt nur. Aber der ist halt perfekte Länge für mich und halt richtig schön tailliert. Oh Friends, ich habe mich fertig gemacht und treffe jetzt eine Freundin, die ich schon vor lange nicht mehr gesehen habe. Ist eine Freundin von der Uni. Sie ist gerade fertig mit ihren Examen, weil sie an einer anderen Uni ist und ich freue mich. Oh Gott, ich sehe aus, als wär ich überrannt worden. Aber ich bin gerade aufgewacht. Mache jetzt mein Probiotika. Danach mache ich ein Workout, kleines. Und dann duschen, fertig machen. Das wird auch wieder mal dauern. Ich bin halt nicht so schnell. Beziehungsweise, wenn ich nicht gestresst bin, bin ich ultra langsam. Und dann mache ich was mit einer Freundin. Ich habe gestern nicht gefilmt, weil ich einfach keinen Bock hatte, meine Vlog-Kamera mitzunehmen. Aber das ist ja okay. Ich habe ja, finde ich, relativ viel gefilmt. Sagt mir gerne, wie euch die Vlogs jetzt in letzter Zeit gefallen haben. Let's drink that. Und nach dem Workout kann ich auch endlich meinen Kaffee trinken. Dann ist eine halbe Stunde rüber. Man soll zwischen dem Probiotika und dem Kaffee am besten nichts einnehmen für eine halbe Stunde. Got ready! Übrigens benutze ich diesen Lockenstab momentan. Das ist der von Gisu. Und I have to say, am Anfang dachte ich, okay, es ist nur ein random Lockenstab, aber der macht echt die schönsten Locken. It's amazing. Aber eine Wäsche ist auch gemacht, die werde ich aber nachher aufhängen. Ich muss jetzt nämlich speeden. Ich treffe jetzt eine Freundin zum Lunch und ich weiß, dass ich momentan sehr viel essen gehe, aber Social Time, you know, after Lockdown aufheben hier in Frankreich. Also, und ich trage wieder irgendein Hemd, das ist, glaube ich, von Mango. Das ist wirklich so 6 Jahre alt. Und Jeans ist die gleiche Readern und ich glaube, ich werde wieder meine Converse dazu anziehen und ja, einfach comfy sein. Aber ich liebe es, meine Haare werden voll voluminös. Und ich muss jetzt double checken, dass ich den Lockenstab hier rausgenommen habe. Ich bin so ein Freak. Ich habe immer Angst, dass ich den anlasse. I changed again. Brandy Melville Top jetzt. Weil ich sah zu sehr aus wie ein Junge. Und jetzt geht's los. Let's go. Good morning. Ratet mal, wer wieder gestern nicht gebloggt hat. Es tut mir super leid. Aber wenn ich mit Freunden bin, die kein Social Media machen, dann ist es immer ein bisschen schwer zu vloggen. Und ja, ich hatte irgendwie eine Overdose in Vlogging. Ich bin auch gerade erst aufgewacht, deshalb bin ich so heiser. Also nicht gerade erst aufgewacht, aber das erste Mal, dass ich irgendwas spreche. Und ich bin gestern mit meinem Make-up eingepennt. Heute geht's zurück nach Luxemburg, weil ich mein Praktikum anfange morgen. Und mein Zug geht um 20 vor 2. Und es ist gerade 10. Ich bin eigentlich schon seit 2 Stunden wach, aber habe einfach gar nichts gemacht. Und ich muss jetzt packen und stuff und I'm very sad to leave. Aber ja. Auf jeden Fall, was ich gestern gemacht habe, ich habe mich abends mit einem Kumpel getroffen und wir waren im 6. in der Rue de Bussy was essen. Ich bin übrigens völlig voll braun geworden, weil ich so viel in der Sonne saß. Und dann davor war ich in einem Restaurant bei einem Hotel, wo alle Tennisspieler so sind. Und ich bin ja mega krasser Tennisfan, also so im Sinn von, also ich würde niemals schreien, zu jemandem laufen und so sagen, kann ich ein Foto mit dir machen? Ich finde es einfach mega cool, die mal von Weitem zu sehen. Also die Tennisspieler, weil ich schaue ja ultra viel Tennis, auch wenn ich es nicht mehr spiele. Und gestern saßen wir einfach direkt beim Eingang vom Hotel und ich habe so viele Tennisspieler gesehen. Also ihr werdet es halt nicht verstehen, wenn ihr kein Tennis schaut, aber ich habe Federer gesehen, ich habe Tsitsipas gesehen, ich habe Zverev gesehen, wen habe ich noch gesehen? Schwarzmann, Sinner,
also für jeder, der jetzt Sandy schaut, wird sich auch so denken. Und Federer saß halt einfach, also weil das war so auf einer Terrasse und dann war so eine Glasscheibe und dann war die Lobby vom Hotel und natürlich laufe ich da nicht zu ihm oder so, aber das ist einfach so die ganze Zeit so neben mir und ich war nur so, what the fuck. Ja, nur Nadal habe ich nicht gesehen, ich bin ja mega Nadal-Fan, aber ich freue mich schon, wenn ich in 2 Wochen zurück bin, um das Finale hier zu schauen. Woo! Krass, krass. Also einfach, ich saß da und ich habe die halt von Weitem gesehen. Es waren halt Leute, die 6 Stunden oder so da standen und wir saßen da gemütlich, aber trotzdem, mehr krass. War schon happy, dass das passiert ist. Dann, ich habe sehr viele Sommersachen in Paris gehabt und da ich nur jetzt einmal mit meinen Eltern für ein Wochenende komme, dachte ich mir, komm, packst du trotzdem viel mit. Ich hatte noch einen kleinen Koffer hier und das ist halt der große Koffer. Muss ich halt nachher einen Uber nehmen, um zum Bahnhof zu kommen, aber no problem. Ignore the mess in the background. Ich packe gerade, ja. Wie ihr obviously erkennen könnt. Ich hatte hier noch einige Schuhe, die ich für den Sommer brauche, unter anderem für mein Praktikum. Leute, ich glaube, dieser Trend war nie so in Deutschland, aber in Luxemburg, so als ich 15, 16 war, jeder, und ich sage euch, ich habe 3 Paar gehabt, jeder ist nur mit Mokassins rundherum rumgelaufen. Ich habe immer die von Bobbys getragen, weil die günstiger sind als die von Tops. Ich brauche die jetzt für mein Praktikum, also ich werde die einfach jetzt mit nach Luxemburg nehmen, aber ich hatte ein graues Paar, was ich jeden Tag getragen hatte. Also ich hatte so einen richtig schicken Style, so immer weiße Skinny Jeans, Hemd, dieses Mango Hemd, was ich gestern kurz anhatte, habe ich immer mit einer Skinny Jeans und Mokassins getragen. It's not the same vibe today. Aber wie gesagt, für mein Praktikum muss ich ein bisschen schicker rein. Und dann habe ich noch meine Slipper. Die brauche ich zwar nicht für mein Praktikum, aber für den Urlaub. Let's get this done und dann mache ich mir Mittagessen und dann möchte ich Abwasch machen und so weiter und so fort. Noch immer Lachs, die eine Packung, Salat, Gurke, Avocado. Hatte keinen Bock, mir ein Ei zu machen und noch mehr Spüle zu haben. Deswegen, that's it for my food. Mein Uber kommt in 18 Minuten oder so. Aber ich bin so ein Mensch, ich hasse es, zu spät zu sein oder unter Stress. Und da ich ja vor allem Angst habe und irgendwie immer Angst habe, dass ich irgendeine Kerze angelassen habe, irgendwas im Stecker gelassen habe, muss ich doch mal die ganze Wohnung immer filmen, bevor ich gehe. I know, it's weird. Deshalb packe ich jetzt alles zusammen, um so schnell wie möglich unten zu sein. Und dann werde ich einfach unten warten. Irgendwie so viel Gepäck. Wie ihr sehen könnt, bin ich back at home. Oh, diese Reise war einfach furchtbar. Ich habe euch erzählt, dass ich auf meinen Uberfahrer gewartet habe, ne? Also, dass ich auf meinen Uberfahrer warten werde. Und auf jeden Fall habe ich das Auto gesehen, es ist an mir vorbeigekommen. Ich so geschrien, bleiben Sie stehen. Er ist nicht stehen geblieben, er ist weitergefahren, hat sich verfahren. Und ich habe dann auf der App gesehen, wo er gerade ist. Also habe ich ihm geschrieben, ich habe ihn angerufen, ich habe ihm geschrieben, Sie sind an einem falschen Ort. Ich habe 2 Koffer, 1 Tasche, bitte kommen Sie zu mir. Ich kann nicht jetzt dahin laufen. Wenn ich euch sage, dass der Typ 5 Minuten nicht gekommen ist und dann einfach gecancelt habe, obwohl ich 2 Stunden im Voraus einen Uber gebucht habe. Ratet mal, wer kein Uber mehr bekommen hat. Also habe ich eine andere Taxi-Line angerufen und war so, ja, können Sie jemanden vorbeischicken? Sie so, tut mir leid, es sind gerade Streiks in Paris, was komplett neu ist in Frankreich. Streiks. Auf jeden Fall habe ich dann das Metro genommen, weil das... Ich habe ja gar kein Problem, Metro zu nehmen. Wenn wir mich gefragt, ob ich immer mit Uber rumfahre, nein, immer nur, wenn ich unterwegs bin und viel Koffer dabei habe. Also habe ich dann das Metro genommen und es war ultra kompliziert, weil in Frankreich wirklich gar nichts dafür gemacht ist, wenn man Koffer hat. Beziehungsweise generell denke ich mir so, Leute, es gibt auch Menschen mit Handicaps. So, es gibt, ne, das sind elendlange Stufen immer. Glaubt ihr, irgendjemand hätte mir geholfen? Nee. Dann hat mich noch irgendjemand im Metro vollgelabert. Ich finde so... Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mir irgendwas geklaut werden würde. Und dann musste ich zum Zug sprinten, weil, ja, natürlich ich durch dieses ganze Uber-Szenario einfach total in Verspätung gekommen bin. Also hatte ich noch so 10 Minuten und dann waren es auch noch 2 Züge hintereinander. Sprich, ich muss noch so lange auf dem Steg da rumlaufen und ach, Gott sei Dank war es danach gut. Aber ich finde es halt nur so krass, wie einfach niemand hilft. So, ich bin dann in den Zug gefahren, in den Zug reingeklommen und dann hatte ich eben noch 5 Minuten. Und da hatte ich eben eine Mutter gesehen mit einem kleinen Kind. Keine Ahnung, ich habe meine Sachen abgelegt und habe ihr dann sofort gefunden. Und ich denke mir nur so, da sitzen einfach 10 Leute in diesem Waggon und die schauen dann Leute dumm an, wenn die keuchen, weil die ihr Gepäck oder so bringen. Denke ich mir, das ist dann hilf, anstatt so dumm.
Sorry, ich hasse sowas. Mein Rant ist over und ich glaube, dieser Vlog auch. Ich weiß nicht, wie dieser Vlog geworden ist, aber ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.